Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Herren. Aber heute ganz besonders die Frauen, denn heute ist sozusagen Ladies Tag. Wir haben heute die Linda mit dem Emil 1 und Kate Lakeville. Vielen Dank an dieser Stelle. Top Tier ist natürlich ideal, wenn man mit dem Autoloader erreichen kann, weil da ist einiges am Start und auch die Karte besonders ist natürlich prädestiniert dafür, weil wir haben hier viele Positionen, wo man die Front gut verstecken kann und damit den unglaublich harten Turm arbeiten kann. Und ich denke mal, sie fahrt jetzt hier ins Tal und das finde ich jetzt mit dem Panzer gar nicht so doof. Mal schauen, wie sie es da hinbekommen kann, was da am Start ist. Und natürlich auch wichtig, dass da auch Gegner kommen, weil es bringt einem nichts hier in dieses Tal zu fahren und dann am Ende hat man niemand vor sich. Dafür braucht man einfach viel zu lange Zeit. Wobei im Allgemeinen würde ich euch trotzdem das Tal hier gerade im Begegnungsgefecht nicht empfehlen, weil da spielt sich normalerweise einfach nicht so viel ab, beziehungsweise ihr seid einfach damit fernab vom Schuss. Aber man kann auf jeden Fall mal das mit dem Emil 1 angehen. Also da würde ich das mit anderen Panzern noch viel sinnloser erachten. Den ersten Gegner sehen wir da schon mal, nämlich den Leo. Aber halt auch nur einen. Oh, und noch ein IS-3. Sehr gut. Und ein Type. Oh ja, jetzt wird da ein bisschen was geboten. Und jetzt schauen wir mal, was die Linda da so reißen kann. Der Leo bekommt schon mal den ersten Treffer. Schuss ist schon direkt wieder im Rohr. Jetzt da die Hellcat. Hat da sich Zeit gelassen und den Schuss rausgezogen. Und nochmal auf den Leo. Jetzt hat er auch so viel, dass er nur noch mit einem Schuss zu besiegen wäre. Und hier auf dem harten Turm, da probieren sie es, aber sie haben alle keine Chance. Und im Hinterhalt zieht sich da jetzt auch noch ein Komet und ein KV-85 nach. Die Linda signalisiert hier so gefühlt so ein bisschen: Ich habe noch eine Granate im Magazin. Er pusht gar nicht, weil sonst gibt es hier sofort Bambule. Jetzt ist auch das Geschütz repariert. Das heißt, wenn jetzt die vier Granaten gleich wieder am Start sind, kommen die auch mit genaueren Möglichkeiten im Ziel an, als mit einer kaputten. So, jetzt probiert es der Leo nochmal und jetzt sollte der weg sein. Genau, einmal zu viel hochgeschaut. Und jetzt kriegt es auch der K85 ab. Der brennt auch. Und nochmal einen, scheinbar kein Feuerlöscher am Start und der dürfte wegbrennen und genauso ist es. Jetzt ist auch der KV-85 raus. Also, sie ist hier wirklich fleißig. Jetzt ist wieder der Reload am Start. Da muss er jetzt ein bisschen sich gedulden. So, jetzt hier einen Treffer durch den Komet, aber der ist halt wirklich eher überschaubar. Und jetzt probiert es jeder mit HE. Wir sehen auch, der IS-3 hat gerade mit HE geschossen, weil jeder denkt sich jetzt bei dem Turm, da mache ich lieber 188 Schaden als gar keinen. An sich von der Taktik durchaus mal richtig. So, und jetzt probiert sie es hier seitlich da ranzukommen, aber das ist natürlich schon sehr riskant. Einmal doof gekettet werden und dann hat man da keine Chance. Aber jetzt seitlich, schade, jetzt aufs vordere Kettenrad schießen. So hätte es beim ersten schon machen müssen. Dann hätte sie A, das Munitionslager, vielleicht nicht das Munitionslager, hier das Reparaturset rausziehen können vom Gegner, so wollte ich sagen, was er ja jetzt auch ziehen musste, dass er da wegkommt. Aber vielleicht hätte da der OI noch von hinten noch mal eine draufgeben können. Der Gegner hat die Stadt ganz klar im Griff, also die haben sie für sich. So, jetzt sind alle vier Granaten wieder da. Erster sitzt und jetzt weiter da drauf schießen. Zweiter sitzt. Dritter sitzt und einer noch. Und auch der sitzt.
Jetzt sind sie zwar beide gekettet. Sie ist im Reload. Das heißt, sie hat jetzt keine Chance mehr. Wenn der Type sie jetzt weiter kettet, hat sie ein massives Problem. Sie kann hier nichts machen. Sie hat kein Reparaturset mehr am Start. Der Type hat jetzt Gott sei Dank daneben geschossen. Damit konnte sie jetzt zurückfahren. So, und jetzt kommt der IS-3 wieder vor. Aber, wie gesagt, gleich hat sie da wieder ihr Magazin befüllt. So, der Type haut jetzt ab. Schade, dass sie jetzt hier nicht... Ah, jetzt kriegt sie auch den... Und wieder ist ihre Kanone im Arsch. So, aber jetzt hat sie beide so weit, dass sie da mit einem Schuss sowohl den IS-3 als auch den Type rausnehmen kann. So, jetzt haut der Type da ab, aber da war sie nicht vergönnt, noch zu entkommen. Und jetzt hat sie da beide weggemacht und steht jetzt mit einem Kill vor dem Krieger bei 4925 Damage. Und da hat man jetzt mal wieder einmal mehr gesehen, warum dieser Panzer gerade in Halterungssituationen so unfassbar gut ist. Jetzt sind aber zwei Gegner im Cap, die letzten beiden, beziehungsweise jetzt nur noch einer, weil der Defender vom Udis zerstört worden ist. Das heißt, die Hellcat hat jetzt die leichte Aufgabe, gegen den Emil 1, einen Panther 2, einen Udis 03 und einen UI anzutreten. Sinnvoll wäre jetzt übrigens, einen Zug zu bilden mit dem Udis 03. Dann hat man recht sicher Waffenbrüder für sich. Mal schauen, ob sie noch auf die Idee kommen. Kann ich euch auf jeden Fall in solchen Situationen raten, wenn ihr merkt, okay, die Medaille hätte ich gern noch, passt, bietet sich an, einfach schnell den Zug bilden und dann ist das Thema auch durch. So 2 Minuten, aber das wird die Hellcat niemals durchstehen. Und wer natürlich, da genau, da ist auch schon die Zuganfrage. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn sie hier ihren Krieger noch mit nach Hause nehmen könnte. Hellcat hat sie da nicht auf dem Zettel. Und auch der Ude schreibt Jure. Also sie bekommt hier da den Vorzug. Nummer 1 sitzt. Und der zweite auch gleich durchgezogen. Ja, wahnsinnige Runde einfach. 6 Kills, Waffenbrüder, Krieger geholt, dicker Damage. Über 5000 und das auf einer Position, die ich sonst nicht unbedingt empfehlen würde. Das war's für heute. Ich hoffe, der Schwede hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.